Ich schlaf noch. Wirst du auch Ori spielen? Nee, ist nicht. Habe ich leider nicht den ersten Teil gespielt. Ich wollte gerade sagen, ist nicht so meins, aber das würde nicht stimmen. Sag mal, hat der mein Radio angemacht? Das KK-Freudenlied. Freundelied. Ausschalten erstmal. Warum macht denn der mein Radio an? Die Stimme klingt wie Mafiosi, ja. Tom, gib mir mal. Der gibt mir jetzt bestimmt Werkzeuge. Ich glaube, das ist das. Ja, es ist tatsächlich nachts. Wie in echt. Da bist du ja. Ah. Da bist du ja. Ich hoffe, du hattest ein geruhsames Nickerchen. Obwohl, eigentlich war es etwas mehr als nur ein Nickerchen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Ich hab verpennt. Und das war auch nötig. Es ist ganz normal, nach so einer Umstellung im Leben etwas erschöpft zu sein. Apropos, ich habe noch ein paar Dinge, die dir beim Eingewöhnen in unser kleines Paradies von Nutzen sein sollten. Und zuerst einmal brauchst du das hier, hm? Dein ganz persönliches Nutzphone. Ich habe es speziell für die Bewohner der Inseln entwickelt. Und warte mal, nicht so hastig. Nimm es doch bitte noch einmal in die Hand und schalte es ein, hm? Oh, Alter, was für ein geiles Handy. Was kann man denn alles machen? Oh, Tom wieder. Perfekt. Dann ist es also eingeschaltet. So, jetzt kannst du es gerne verstauen. Eine Frage, Waffel. Hast du meinen Mord gesehen? Ich töte dich dann. Nein, hat er nicht gesagt. Hast du schon einmal mit einem, hast du schon mal ein Smartphone benutzt? Nein, noch nie. Tatsächlich? Das ist ja wunderbar. Ich würde sagen, du bist was? Du bist besonders für das Inselleben geeignet. Nichtsdestotrotz wirst du das Nutzen sicherlich nützlich finden, wenn du damit vertraut bist. Oh, eine Sache noch. Hier ist deine Rechnung. Digga, erstell mir einfach eine Rechnung. Er ist ein Psychopath, ich sag's euch, Leute. Da ist alles aufgeführt. Flugticket, Unterkunft, Nebenkosten, Steuern und natürlich dein Nutzphone, ja. Ehrenlose Aktion, bin ich auch ganz ehrlich. Es ist eine ehrenlose Aktion. Es ist einfach eine ehrenlose Aktion. Es ist komplett... Und damit kommen wir summa summarum auf bescheidene 49.800 Sternis. Digga, ich schwöre, ne? Wenn ich hier meine Katze gefunden habe, Alter. Wenn ich die kleine Ulrike hier aus dem Baum geschüttelt habe, Alter. Ich verprügel dich, Winnewag, wenn du schläfst, ey. So viel habe ich nicht. Wirklich ein künstlicher Scherzwaffel. Wie? Was ist dein Ernst? Ich werde dich umbringen wie den letzten, weswegen ich auf diese Insel musste. Aber natürlich, wie konnte ich das nur übersehen? Also Sternis sind eine Währung, die du hier gegen Waren und Dienstleistungen tauschen kannst. Bleibt immer noch das Problem, dass du keine hast. Aber kein Anlass zur Sorge, nein, nein. Für diesen Fall bin ich natürlich vorbereitet. Du kannst deine Reise die Inselpaket auch mit Meilen abbezahlen. Ich präsentiere mit einem brandneuen, überaus praktischen Service. Nux Meilenprogramm. Meilen? Nun, es ist wirklich eine formidable Idee. Wenn ich das so sagen darf. Mit Nux Meilenprogramm verdient man Meilen, wenn man hier auf Waffeltown einfach nur lebt. Ich würde sagen, dass man umso mehr Meilen verdient, je mehr man das Leben auf der Insel genießt. Und mit Hilfe dieser Meilen zahlt man auch seinen Umzugsgebühr. Das ist noch längst nicht alles. Müsstest du deine Rechnung mit Bargeld vergleichen, während das 49.800 Sterne fällig. Aber da du stattdessen des wunderbaren Service nutzt, sind es nur läppische 5.000 Meilen. Ich werde dich dann für das Programm anmelden, damit du ab sofort in Meilen bezahlen kannst. Und danach werde ich dich töten, wenn du stehst. Weitere Details findest du auf deinem Nutzphone. Starte dazu einfach deine Nutzmeilen-App. Du wirst sehen, dass du schon für die Reise zur Insel und dein Beisitz im Programm Meilen verdient hast. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss mich um ein paar Dinge kümmern und gleich vergraben.
Denn ich habe einen Mord begangen und verstecke mich auf einer Insel. Was ist denn jetzt los? Das war mir jetzt auch ein bisschen zu viel Stimme. Deswegen lasse ich kurz weg. Es freut mich, dich als Kunden von... Ja. Dankeschön. Ich freue mich auch, Kunde zu sein. Gute Nacht, Sunny. Ehre. Mein neues Leben hat begonnen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Endlich. Ab jetzt vergeht die Zeit hier auf der Insel synchron mit der echten Welt. Ist das Programm von Nook legal? Ey, wir sind auf einer Insel. Hier kann alles passieren. Berühre nicht den Power-Knopf oben rechts. Wenn oben rechts das Symbol für automatisches Speichern erscheint, wenn du aufhören möchtest, kannst du auch Minus-Taste drücken, dann speicherst du automatisch. Okay. ZL. Ah, das ist die Kamera. Fotografiere und setze dabei diverse Filter und Effekte ein. Für Fotos werden im Album deines Home-Menüs gespeichert und können mit anderen Nutzern dieser Konsole eingeschlossen werden. Okay, schließen. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein klares Foto. Hier einfach nur von meinem sexy Bag. Ehre. Schön. Abbrechen. Oh, hier brummelt immer noch irgendwas. Mein Briefkasten, glaube ich, ne? Ja. Können wir da rangehen? Müssen wir ganz kurz gucken. Oh, von Nintendo. Lieber Waffel, vielen Dank für das Herunterladen des Updates. Um uns erkenntlich zu zeigen, möchten wir dir ein kleines Geschenk überreichen. Bis zum nächsten Update. Zeig mal das Geschenk. In die Tasche. Was war das? Nintendo? Alles Gute zu seinem Umzug. Um diesen Neuen haben wir ein Geschenk. Noch ein Geschenk. In die Tasche. Zeig mal, was habe ich denn bekommen? Danke, Nintendo. Ein Geschenk. Auspacken. Eine Nintendo Switch! Standardantwort von Simon legal. Ich bin auf einer Insel. Eine Nintendo Switch und eine Behelfswerkbank. Ah, ich glaube, das ist so eine Portable, ne? Ich platziere das mal ganz kurz. Oh. Die Switch tue ich mal natürlich. Oh, die Switch ist jetzt an. Die nehme ich mal wieder mit, ganz schnell. Die tue ich mal kurz ins Zelt. Ich lasse auch keine Switch hier rumliegen. Verscherbe die. Ich lasse mal. Entschuldigung, das ist ein Geschenk von Nintendo. Da geht man gut mit um. Wenn schon, denn schon, ne? Platzieren. So, jetzt teste ich mal das, was ihr gesagt habt. Oh, warte. Verstanden. Fast verstanden. So. So. Ich verstehe das schon. Verstehe ich schon. Ja. Nee. Nein. So. Ran. Oh Gott. Nein. Ja. Ran da. Gut. Oh Gott, Alter. Und jetzt hier noch. Nein. Falsch. So ist richtig. Puh, Alter. Ganz schön schwer die Switch, ne? Ja, ich dachte auch. Ich habe mich gerade richtig bemüht, muss man sagen, ey. Ich habe erstmal da die Switch reingemacht. Jetzt würde ich hier mal, ich glaube... Ach, erlernen. Ah, das ist eine Anleitung fürs Basteln. Wie soll man sich das denn merken? Ah, das kann ich noch gar nicht. Also heißt, ich muss erst noch Rezepte-Dingsen muss ich noch lernen. Was kann man denn mit den Orangen machen? Essen? Was passiert dann? Ah, da oben steht 1 von 10. Ich kann ja einfach ganz viel essen. Da steht 1 von 10. Das seht ihr gerade nicht. Das ist hinter meiner Facecam. Da steht jetzt 2 von 10. Ich esse jetzt mal 10. Warte mal. Boah, das wird richtig gut, Leute. Morgen werden wir auf jeden Fall krank reinsuchten. Jetzt werden wir auch noch ein bisschen krank reinsuchten, Digga. Ich habe sogar noch ein bisschen Essen hier gleich. Alter, für mich selber. Ich knall mir jetzt erstmal die ganze Orange rein. Vielleicht werde ich selber eine Orange dann. Vielleicht eine ganz große. Du auch hier? Na klar. Ist Quarantäne-Time. Ist Corona-Time. Bin jeden Tag hier. Jeden Tag schön Livestream. Heute wieder 6 Stunden. Ehre. Und 1 essen. So, 10 von 10. Was jetzt? Was passiert jetzt, wenn ich mehr esse? Ah, du kannst nicht mehr essen. Ah, ich dachte, das wäre irgendein Achievement oder so. Sollen wir mal ganz kurz noch unser Phone auschecken? Was ist das denn hier? Das sind Nook-Meilen. Ah. Das ist das Nook-Meilen-Programm. Du kannst die Teilnahme an Aktivitäten... Aha.
verdienen. Danach kannst du im Nook-Portal im Service Center gegen exklusive Vorteile und Produkte tauschen. Cool. Inselleben voll aus, hol dir Nook-Meilen. Okay. Waffeltown. Meilen erhalten. 500 Stück. Geil. Dankeschön. Angeln ist auf einer einsamen Insel eine lebenswichtige Fähigkeit. Mhm. 10-mal angeln. Das kriegen wir hin. Bewohner möglichst viel grüßen. Ah, einmal am Tag solltest du einen Nachbarn grüßen. Insektenjäger, einmal Insekten jagen. Meistergärtner, je mehr Blumen wachsen, desto schöner unsere Insel. Deshalb, 10 Blumen machen. Profipflücker. Ah, bestimmte Menge an Obst. 20 Obst. Muschelsammler. Vermöbelt. Die Grundlage eines schönen Zuhauses sind Möbeln. Umgib dich möglichst viel. Ah, 4 von 5 Möbeln habe ich schon da. Fotofreund. Ah, guck mal, das haben wir schon gemacht. Wir haben ein Foto gemacht. 300 Meilen. Mit 5000 können wir doch unseren Kredit abbezahlen bei dem Kollegen hier. Alter. Auf den Pass kannst du jederzeit selber anpassen. Wer seine Ausweisdokumente so an den neuesten Stand hält, bekommt einen Nook-Meilen. Ah, geil. Alter, wie viel sind denn hier? Krass. Das ist ja schon sehr umfangreich. Das war, glaube ich, das immer, worüber... Also, das sind ja nur die Sachen, die ich mir angeguckt habe. Und bei Animal Crossing war es wohl immer so, dass die Leute sich dann so, beschwert hatten, dass man wohl dann Progress auf Dauer anscheinend hatte. Das war halt sehr farmintensiv. Und deswegen gibt es jetzt dieses Nook-Meilen-Programm, damit man halt immer was zu tun hat. Was ganz geil ist. Möglicherweise können andere Spieler im Spiel deine Designs sehen, wenn andere Spieler deine Insel besuchen. Bitte erstelle keine Designs, die die Rechte anderer verletzen. So gerne keine privaten Informationen. Voll süß, dass sie es immer dazu sagen. Guck mal, hier sind schon ganz viele Sachen. Karo-Kleidung. Anziehen. Oberteil. Geil. Das sieht ein bisschen Flower Power mäßig aus, aber... Finde ich schon ganz gut. Wie im wahren Leben halt. Das stimmt. Notrettung. Oh je, was ist das denn? Dieser Dienst rettet dich, wenn dein Weg versperrt ist oder du nicht mehr weiter kannst. Du wirst dann nach Hause oder ins Service Center gebracht. Die kostet aber Nook-Meilen. Nein. Ich muss noch nicht notgerettet werden. Alles gut. Ich stehe nur auf der Wiese. Der Pass. All deine Passdaten sind hier gespeichert. Diese Informationen können dich von anderen Spielern gesehen werden beim Besuch deiner Insel. Du kannst deinen Fototitel und deinen Kommentar jederzeit ändern. Okay. Allererstes Spiel. Oh. Cool. Ich bin der Inselsprecher. Das ist ja süß. Und das hier ist die Karte. Da sieht man bestimmt, wo die anderen sind, ne? Ah. Mit X kann ich einstellen, ob die Minikarte eingestellt. Minikarte immer aus, Minikarte immer an. Catherine und Benjamin sind auch zu Hause. Flughafen ist hier. Und da ist das Service Center. Nicht gut. Jetzt ist hier dann die große Frage. Waren solche Sachen nicht dann auch schon gut zum Sammeln? Ich guck mal kurz. Wenn wir jetzt in unseren... In unser Telefon gehen. Und dann gucken wir mal kurz ins Meilenprogramm. Warte, Insekten kann ich ja nicht jagen. Meistergärtner oder Profipflücker ist es, glaube ich, ne? Ah. Warte, das ist ja nur... Das ist ja nur das. Muscheln könnten wir auch sammeln. Komm, wir machen mal Muscheln. Das habe ich noch nie gemacht. Da ist eine Muschel zum Beispiel. Juhu! Eine Muschel. Zwei Muschels. Oh. Bleib mal hier. Bleib doch hier. Hallo. Ich kann dich nicht platt treten. Hallo, ich muss dich aber... Hallo, Entschuldigung. Hallo. Nicht, ey. Was ein fieser Fettsack. Ich glaube, wir könnten uns auch erstmal den einfacheren Nook-Meilen-Bonus holen, indem wir mal ganz kurz irgendwie Catherine Hallo sagen oder so. Ach, wo haben wir... Catherine haben wir nach links gepackt, ne? Für alles, was sich bewegt, brauchst du einen Cacher. Oh mein Gott! Was ist das denn? Hallo? Hallo? Komm ich da auch noch mit einem Cacher dran? Das ist ein Geschenk. Was ist das? Hallo?
einfach nur Geschenk. Hm. Das funktioniert alles nicht. Das ist blöd, ne? Das muss irgendwo hängen bleiben. Du brauchst eine Schleuder. Ah. Ich gehe mal rein bei Catherine. Ich hoffe, die schläft nicht. Hi Catherine, ich wollte nur mal kurz stören. Oh, Alter, was geht denn bei ihr ab? Sie hat ja nicht mal ein Bettchen. Yo, Waffel, die Location, die du für mein Zelt ausgesucht hast. Ganz großes Kino. Du wirst mir sicher öfter unter die Arme greifen. Denk dran, eine Hand wäscht die andere. Ich bin für dich da. Ich hab's. Was hast du denn? Ich sehe euch schon den Kopf darüber, wie ich was Gutes für dich tun kann. Geistblitz. Oh, ein Blättchen. Ein Blättchenschirm. Geil, Alter. Jetzt hat er schon wieder eine Anleitung. Das Unkraut. Muss ich nicht bedanken. Schnupperkurse im Service Center. Kostenlos? Ich glaube wohl kaum. Wenn das mal nicht der Tom Nuckmann ist. Ich wollte nur Hallo sagen. Das ist nämlich wichtig. Das ist nämlich wichtig gewesen, weil jetzt glaube ich, wenn wir Hallo gesagt haben, nur damit ihr Bescheid wisst, können wir nämlich ab ins Handy. Ich glaube, wir können unsere Nuckmeilen holen. Guck, warte. Da stand nämlich. Da stand doch. Da. Nee. Fotofreund passt schon. Möbel. Erstes eigenes Design. Passt schon. War das nicht irgendjemandem Hallo sagen? Muschelsammler geht auch nicht. Ah. Verkaufen. Profipflücker. Meisterjäger. Soziales Tier. Wenn die Bewohner sich möglichst viel grüßen. Am besten solltest du jeden Tag all deine Nachbarn zumindest einmal kurz Hallo sagen. Okay, verstanden. Das heißt, all meine Nachbarn. Alle Nachbarn. Heißt ja, der Kollege auch noch. Das heißt, ich kann dich gar nicht grüßen, weil du schläfst, oder was? Was eine Nudel. Was eine Nudel, ey. Ist ja richtig blöd. Weil ich mir gleich erstmal natürlich ganz entspannt. Da bewegt sich doch wieder was. Ich wollte gerade sagen. Hier kann ich auch noch nicht rüber. Ich wollte aber noch mal ein paar Muscheln holen. Alle, die angespült worden sind, vielleicht finden wir hier noch mal eine. Aber leider nein. Gerade nichts mehr in unserem schönen Strändchen. Schauen wir mal. Ich würde gerne ein bisschen basteln. Kelly hat's wieder. Kelly lebt wieder. So, rein geht's. Zu den Nooks. Die schlafen natürlich nie. Hi. Willkommen, willkommen. Ich mache jetzt mal kurz ohne Stimme. Mir ist es auch gerade zu wild, muss ich sagen. Hier ist es doch ganz kuschelig. Komfortabel, auch kuschelig. Ja, lass mich wissen, wenn du einen Rat zum Inselleben oder irgendwas brauchst. Wenn du einen Tipp brauchst, also Insel benötigst, kannst du gerne mit Nap reden. Er kann dir dabei helfen, alle nötigen Grundausstattungen zu bekommen. Ah. Ah. Mhm. Eine wichtige Sache noch. Also wir können da Sachen verkaufen natürlich. Wir bieten eine gratis Einführung ins Basteln, eine sehr nützliche Fähigkeit. Ich würde mich freuen, wenn ich dort begrüßen dürfte. Hm? Ja klar. Hallo. Ganz schnell, Truppe bin ich, ja. Mhm. Täglich gibt es neue Sachen. Du hast bestimmt alle zu tun, aber schau doch mal, was es gibt. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Ich schau mal. Spitze. Das ist ein Kanister und eine Hängematte. Ah, und hier sind die ganzen Tools. Hm. Mein erstes Bastelbuch. Anleitung Schleuder und eine Orange. Hm. Und wie verkaufe ich ihm das? Wisst ihr das? Das meiste kannst du auch leider erst machen, wenn wieder Tag ist. Hm. Ein paar Sachen kann ich doch bestimmt schon machen. Alles klar soweit? Ah, er kauft also doch Sachen. Mhm.
Ja, ich würde gerne was verkaufen. Ich will etwas verkaufen. Jetzt geht's. Man muss ja erst einmal reden. Du weißt, du kannst Sachen nur verkaufen, wenn es Tag ist. Nee, nee, nee. Jetzt wird schön verkauft. Wir machen einmal die... Das da, die Schnecke, dann haben wir nochmal eine Schnecke, dann haben wir ganz viel Unkraut und eine Orange und dann würde ich erstmal sagen, okay, weil den Rest brauchen wir bestimmt für das Brot. Einiges für uns dabei. Rechne mal kurz durch, ja. Wie viel? 720 Sternis, na klaro. Abgemacht. Ich habe Sternis. Ich nehme es zurück. Ja, aber ich glaube, die haben ja ein paar Sachen geändert. Wäre auch blöd, wenn sie zum 0 Uhr rauskommen, Leute zocken wollen und dann kannst du nichts machen. Was? Wenn du Lebensmittel verzehrst, kannst du unerwartete Kräfte bei dir wecken. Wusstest du das schon? Du könntest zum Beispiel Felsen zerschmettern oder mit den richtigen Werkzeugen ganze Bäume ausgraben. Alter. Wir kaufen Essbares immer gerne, aber probier es ab und zu ruhig selber mal aus. Verstanden. Oh, was hier passiert? Oh, guck mal. Wir haben irgendwas gemacht. Irgendwelche Nookmiles sind auf jeden Fall Unkrautfeind. Ah, guck mal, 50 Unkraut müssen wir machen für den ersten. Meistergärtner, das war dieses Muschelsammler, haben wir jetzt auch. 3 verkauft. Profi-Pflücker. Verkauf eine bestimmte Menge an Obst für die Nookmiles. Okay. Im Prinzip geht hier einiges ab. Oh, ist hier noch was? Hä? Was ist denn noch? Ah, guck mal. Verkaufen statt Horten. Das ist erstmal was verkauft. Geil. 300 Meilen. Sehr gut. Das war's? Ja. Sehr gut, das freut mich. Herr Nook? Was darf sein? Was liegt an? Ich würde gerne den Bastelkurs... Den Bastelkurs würde ich mir ganz gerne mal angucken. Die Umzugsgebühren können wir auch noch abzahlen. Ich glaube, die Werkbank können wir nämlich erst benutzen, wenn wir den Bastelkurs gemacht haben, oder? Mhm. Aber mit Vergnügen. Na, guck mal, er meldet uns für den nächsten Kurs nicht direkt an, er macht ihn selber direkt mit uns. Das heißt, er würde uns jetzt genau zeigen, wie es funktioniert. Ach, das ist die kleine Einführungsklasse. Ist sehr einfach. Mhm. Eine Anleitung, Material, weil wir haben zwei Anleitungen, dann können wir die auch erlernen. Heute bauen wir uns aus gewöhnlichen Materialien eine Angel. Sehr geil. 5 Äste. Mhm. Ich habe, glaube ich, 5 Äste, oder? Lass mich nicht lügen. Ich habe 18 Äste. Habe ich. Ja. Gut. Bauen wir eine Angel. Ja. Versuch's mal. Eine Werkbank auswählen. Die ist höchstwahrscheinlich die hier, ne? Eine große. Hallo. Wackelangel. Herstellen. Ja. Ja, flippt komplett aus. Wackelangel ist fertig. Perfekt. Basteln ist ganz einfach, solange du die Anleitung hast. Mhm. Eine Sache noch. Ah, guck mal. Kostenlos natürlich. Einfach auf mein Nokphone. Alter, der ist ja wirklich, aber hier, das hier, der Steve Jobs, ne? Shops. Der Steve Shops ist das. Oh, ich habe eine neue App. I love it. Ausgezeichnet. Geil. Mhm. Ich darf die behalten. Eine Weile lang zumindest. Eine kleine Weile. Mhm. Und Tipp beim Angeln. Mehr Erfahrung. Meiner Erfahrung nach solltest du beim Auswählen alleine vor allem Schatten eines Fisches zielen. Haben wir auch schon gesehen, ne? Wenn du etwas fängst, würde ich es gerne sehen. Die örtliche Fauna interessiert mich sehr. Ich glaube, man hat nämlich dann auch nachher dieses mega geile Museum, ne? Okay, wir haben eine Angel. Wir können craften. Schauen wir mal ganz kurz auf unser kleines Nook-Phone, wie es aussieht mit den Bauernleitungen. Hilft dir dabei, Bauernleitungen zu verwalten. Mhm. Häufig gebastelte Dinge kannst du dir als Favoriten markieren. Verstanden. Wir können einen Wackelköcher machen. Ein Lagerfeuer. Und hier das alles nochmal sortieren. Nach Einrichtungen, herstellbaren Sachen und die Favoriten. Dann würde ich mal sagen, ich würde mir noch ganz gerne etwas herstellen. Und zwar würde ich ganz gerne so einen Köcher herstellen noch. Weil da konnte man ja auch Sachen fangen. Sehr gut. Crafting Meister 9000, Alter.
Genug fürs Erste. Schauen wir mal. Wir haben doch noch zwei andere Einleitungen. Die können wir jetzt bestimmt lernen, ne? Eine Behelfswerkbank. Können wir uns jetzt selber machen. Für zu Hause, direkt vor die Türe. Dann können wir nämlich direkt von der Behelfswerkbank nämlich bei uns auch craften in der Ecke. Und die überall vernünftig verteilen. Ein Blättchenschirm. Das war's ja, ne? Was war denn dieser Blättchenschirm? Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Mal ganz kurz. Ich guck mal kurz. Blättchenschirm. Ah. Was? Ach, das ist einfach nur ein Schirm für mich selber. Aber hierfür gab es für irgendwas nochmal Meilen jetzt, Leute. Die nehme ich natürlich ganz gerne. Selbst ist der Bewohner. Ja, ich würde ja gerne auch allen Hallo sagen, bin ich ganz ehrlich. Aber das geht natürlich schwieriger. Was ist denn jetzt passiert? Ich würde doch sagen, wir haben doch alles, oder? Ja. Ist immer nur, wenn man kleine Erfolge hat, dann flippt das auch schon direkt auf. Wie süß du aussiehst. Ja, ich finde es auch. Ich finde das ganze Game aber auch echt süß, muss ich sagen. Oh, guck mal, hier ist was. Wie nehme ich denn die Sachen in die Hand? Wie nehme ich Sachen in die Hand? Weiß das jemand? So, ich würde zum Beispiel super gerne meinen Köcher jetzt in die Hand nehmen. Ich habe das ja im Inventar. Muss ich bestimmt einfach ins Inventar gehen, ne? Und dann das da in die Hand nehmen oder so. Ausrüsten. Ah. Und dann nehme ich mir das da. Woo! Oho, eine Motte. Zum Kugeln. Geil. Schnellzugriff gibt es später erst. Geil. Ich finde das alles sehr gut, muss ich sagen. Mir macht es echt sehr viel Spaß. So ein Grinding-Game und was aufbauen ist ja sowieso übel. Mein Ding, das ist ja einfach wie Minecraft-Solo-Modus, um es mal ganz böse auszudrücken. Wenn ich jetzt schlafen würde, überspringe ich dann den ganzen Tag in-game, sodass Sachen auch resettet sind? Oh, eine Riesenmuschel. Fahren wir jetzt erstmal ein bisschen. Schauen wir mal, vielleicht finden wir noch einen kleinen Krebs. Oder irgendwas, was an einem Baum hängt. Das weiß ich zumindest, dass das so ist. Oh, da die Angel. Warte, komm, wir probieren es damit jetzt erstmal. So, Spiel bestellt, kommt aber erst in einer Woche wegen der Verzögerung der Lieferzeit. Oh, wann müssen wir rausziehen, wenn der Schatten kommt? Hallo? Fischchen? Okay, das war ein bisschen zu läppsch. Nochmal? Oh. Ach, verdammt nochmal! Ich dachte, das wäre schon. Das ist gerade so ein bisschen vibriert im Controller. Es dauert bestimmt länger, ne, bis er anbeißt. Schauen wir mal, da hinten ist noch ein Schatten. Ist aber ein kleiner. Egal. Ist das nah genug? Oder muss ich das vor den werfen? Vor den, ne? Ich werde noch Profi-Angler. Ich kann das sogar. Ich kann das gut. Seht ihr das? Der kommt näher. Angeln braucht Geduld, nämlich. Bis der Köder runtergeht? Okay, verstanden. Der war doch unten. Der war doch unter Wasser. Du musst richtig anbeißen. Okay. Neuer Versuch. Der war jetzt doch dran, oder? Zu spät. Okay. Oh, Alter, was ein Brocken. Das würde er. Jetzt zieh. Muss ich A drücken? Ja klar, den dicksten Fisch fange ich natürlich. Ein Barsch. Abmarsch, Barsch. Oh je, das ist ein Spiel für Dad-Jokes. Das finde ich sehr gut. Hallo, kannst du da rangehen, bitte? Kenn ich. Muss mal weiter vorwerfen. Hallo? Komm ran. Komm schon. Komm schon raus, du Sau! Noch ein Barsch, Alter. Abmarsch, Barsch. Ich sag's euch. Feini. Guter Feini-Moment. Ich bin jetzt Profi-Angler. Ich kann's jetzt. Ist doch alles gut gelaufen, Leute.
Ich wackel nochmal ganz kurz hier, klar, am Ästchen. Oh. Nehme ich mir das hier noch mit. Und dann machen wir schon mal die erste Mission. Und uns vielleicht gleich noch einen kleinen Schirm. Oh, sehr schön. Kann man auch aus dem Meer angeln? Da sieht man, glaube ich. Doch, doch, da sind Schatten. Geil. Vielleicht gibt es ja andere Fische im Salzwasser. Das ist zu weit weg für dich? Echt? Du bist aber ein picky Fisch. Ich will dich haben. Oh, jetzt ist er fixiert. Geil. Was ist das denn? Ja, und? Ein Klischee. Ich verzichte mal auf klischeehafte Witze. Das sind meine Gags, Leute. Das sind meine Gags. Oh, jetzt habe ich einfach eine Angel da reingeworfen. Das wollte ich nicht. Erstmal ein paar Fische holen. Dann ein paar Fische verkaufen, Leute. Ich sag, was ist das denn hier? Was ist das denn gewesen? Hi. Oh. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das Ding aufheben. Und eine kleine Muschel. Da wird ja immer wieder was angespült. Geil. Mupfel, Entschuldigung. Eine Mupfel, natürlich. Was spritzt hier so aus dem Boden? Ich glaube, später kann man auch noch eine Schaufel machen, ne? Aber die Rezepte müssen wir uns erst kaufen mit ein paar Sternis. Und da kann man bestimmt auch ein paar gute Fische verkaufen. Aber nee, Moment. Fische nicht verkaufen, das wollte Tom Nook ja haben, ne? Weil ich glaube, wir können ja diese... Ich hab nämlich ein bisschen recherchiert. Es gibt nämlich diese Eule, die dieses geile Museum aufmacht. Und dann kann man diese Sachen auch einfach ins Museum machen. Und das Museum immer weiter füllen. Die Schaufel bekommst du an Tag 3. Nicht mit dem Rezept. So weit weg? Ja. Sorry. Kleiner blöder Fisch hier. Komm her. Komm schon. Der ist direkt neben dir. Jetzt treibt er runter. Jetzt. Komm, Fokus. Ich habe noch nie einen kleinen Fisch gefangen. So, schauen wir mal. Ja. Ein Bach. Eine Bachschmerle im Bach. Oh Gott, ist beschmerlich im Bachleben. Ist beschmerlich. Wenn du sprintest am Wasser, kannst du Fische verscheuchen. Ich habe auch 5 Fische geangelt. Sehr gut. Ich glaube, wir haben 4, ne? 1, 2, 3, 4. Muss man bestimmt auch welche angeln, ne? Für die Nookmeile. Schauen wir mal. Ja, jetzt ist die Sau wieder nach vorne gegangen. Ja. Kriegen wir hin. Sag mal. Da schwimmt er nach vorne. Gluck. Bring die Fische mal zu Nook. Oh Gott. Oh, verdammt nochmal. Jetzt habe ich nicht geguckt. Ich bringe mal einen Fisch zu Nook. Hier ist noch was. Kescher. Ausrüsten. Geil. Noch eine Motte zum Kugeln. Ist aber echt so ein bisschen Motten. Motten-Vibe, ne? Guck nochmal hier. Hier ist nichts gekommen. Nee, okay. Ich geh schlafen. Eine gute Nacht. Mach mal Licht aus dem Zelt, wo die Strom verschwindet. Kann man die Eule auffangen? Das wäre krass. Oh. Ich wollte hier rein. Erstmal das Zelt geschlagen von denen. Jo, was geht? Bam, Alter. Immer so richtig einfach vorgeschlagen. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Du, ich habe ein paar Fischis geholt. Hallo. Hab ein Lebewesen. Wunderbar. Ich hätte eine Motte oder einen Fisch. Aber du wolltest erstmal Fische. Hier, ein Barsch. Was denn fangen? Es ist tatsächlich ein Barsch. Mhm. Du hast eine Idee. Mein alter Freund von mir leitet ein Museum. Ah. Bist du damit einverstanden? Na klar. Na klar. Vielen Dank. Ich werde mich gut um deinen Barsch kümmern. Oh, bevor ich es vergesse. Ja? Ganz unabhängig von deiner großen Geschichte möchte ich eine neue App vorstellen. Oh ja! Welche App? Zeig mal. Zeig mal. Der programmiert aber schnell, Alter. Hm. Faunapedia. Mhm.
cool. Man kriegt mehr Details über Insekten und Fische. Ah. Unzählige Einträge bald, ne? Und es gibt auch eine kleine Belohnung für mich. Was darf sein? Was liegt an? Hab ein Lebewesen. Was ist denn, wenn ich ihm eine Motte gebe? Noch etwas? Sag mal kurz. Wie wär's denn mit der Motte? Ich habe nämlich zwei. Ah, 5 Tiere muss ich ihm geben, dann ruft er Eugen an. Oder Eugene. Okay. Aber wir haben ja zum Glück ein paar Fische, ne? Und ein paar Motten. Und ob. Ja, ich habe an der Werkbank noch ein bisschen gebastelt, ja. Mhm. Weiter so. Er schickt mir noch ein paar Bastelanleitungen, weil ich gesagt habe, ich habe aber was auch gemacht. Eugen, nicht Eugene, Entschuldigung. Erstmal eine Axt, mit dem du Holz von Bäumen schlagen kannst. Und dazu ein paar Anleitungen für Dinge, die du dann aus diesem Holz basteln kannst. Geil. Geil. Finde ich richtig cool. Also erstmal bin ich mal hier gespannt. Gibt es noch ein bisschen was für die Nuckenmeilen? Hier gibt es noch Meilen für uns. Bastelanleitung 10 Stück. I love it. Wir sind fast schon bei den 5000, die er wollte, um unsere Schulden abzubezahlen. Und das hier sind neue Angelgeselle. Einfach für... Aha. Musst du mehrere Fische in Folge an Land ziehen, ohne dass dir einer entwischt. 4 von 10. Also 10 Stück. Um irgendwie eine Angellegende zu werden. Nookphone haben wir jetzt auch schon. Sehr gut. Geil. Das sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Es werden weitere Schulden folgen. Ja, ich habe schon gehört, das scheint wohl ein fieser Kollege zu sein. Ich schau mal, weiß jemand, wo ich das am besten kaufe? Lisa, wenn du eine Switch hast, direkt im Nintendo Online Shop. Weil dann hast du es direkt auf deiner Switch und musst nicht drauf warten. Und das sag ich als größter Sammelfanatiker generell. So, schauen wir mal. Werkzeuge hat er uns jetzt einiges mitgegeben. Der hat uns jetzt zum Beispiel eine Axt machen lassen. Dafür brauchen wir Stein. Aber noch, um ein paar Bäume zu fällen sogar. Danke, ja, dafür bin ich da. gut. Ah, oh, Moment. Die Flora und Flauni und Flori. Flauni und Flori App. Ah. Mhm. Alle Insekten und Fische, die ich gefangen habe. Motte. Ah. Ach ja, das geht ja auch noch nach echtem Datum und so, ne? Da, wo man die dann fängt und findet und sowas. Oh, das ist ja übel crazy. Barsch, ab Mai, Preherz, Müll. Boah. Also das macht ja keiner wirklich dann... Das macht doch keiner wirklich. Weil, wisst ihr, was ich meine? Also, ich meine, es spult doch jeder die Zeit vor, oder? Oder? Oh, warte, Moment. Wir wollten ihm ja noch... wir wollten ihm noch die restlichen Fische geben. Wir brauchten 5 Sachen gegen Eugen. Kommt Whisky auch auf deine Insel? Ja klar, Lulu ist ja schon hier. Und dann geht Whisky, kommen wir so gleich nochmal. Ich habe noch ein Lebewesen für dich. Vielleicht sogar noch ein paar. Was wäre, wenn ich ihm zweimal das gleiche gebe? Ist das egal? Ah. Verschiedene. Verstanden. Mehrere will er nicht. Ist kein Problem, ich habe aber noch was. Mhm. Ich habe noch ein Lebewesen für dich. Mhm. Drück mal Alt F4. Lol. Also Motte ging nicht. Barsch haben wir ihm auch schon gegeben. Dann geht ja noch das Ding hier. Und dann brauchen wir noch ein anderes, ne? Was für ein Fang? Mhm. Yes. Schick das gerne mal an unseren Freund. Alles entspannt. Oh, noch mehr Sachen. Seeds. Oh, von einem alten Pfeilchen. Ah. Einfach irgendwo einpflanzen, wo ich möchte, und dann blühen die. Geil. Ich finde das gut. Was darf sein? Ja, er braucht noch 2 Stück. Das heißt, wir brauchen danach noch 1. Die anderen verkaufe ich auch. Wir haben nur noch ein neues. Noch etwas. Das hier. Haben wir noch.
Und ihr habt gesagt, man braucht 5 Stück, bis Eugen kommt. Dann schauen wir jetzt gleich mal. Okay. Guck mal, er gibt uns immer wieder Tipps. Immer wenn wir ihm mal nur was geben. Das ist ein guter Tausch. Du fragst dich, wie du das mit dem Gießen anstellen sollst. Du gibst mir jetzt wahrscheinlich ein Rezept für die Gießkanne, ne? Ah! I love it. Dankeschön. Hallo. Ich würde gerne was verkaufen. Immer noch viele Leute hier. Ich habe meine Zuschauer immer aus. 600 Leute noch. Crazy Leute. Ist doch entspannt. Ist einfach schön. Ein paar vielleicht eingeschlafen. Ein paar vielleicht entspannt. Ist doch gut. So in den Abend rein. Finde ich gut. Das hauen wir jetzt mal alles weg. Ah, das Unkraut nicht. Okay. Wie viel kriegen wir denn dafür? Mhm. Wie viel rechnest du durch? Bin eingeschlafen. Boah, 1110 Sternis. Na klar. Ich bin bereit. Firma dankt. Was kann ich denn bei dir denn noch kaufen? Ich würde jetzt mal nichts gerne verkaufen. Was hast du denn heute noch im Angebot? Aha. Aha, aha. Schleuder gäbe es sogar noch im Angebot. Also die Schaufel kommt aber erst später, habt ihr gesagt, ne? Das ist natürlich schade. Wackelgießkanne haben wir nicht. Das Geschenk war noch irgendwo hier, ne? Fische bringen Kohle. Hm, hab ich auch gerade gesehen. Nadelbaumsetzling. Höchstwahrscheinlich, wenn man die abholzt, ne? Das ist dann ganz krass. Anleitung für die Schleuder. Und Anleitung für eine Wackelaxt. Mein erstes Bastelbuch würde ich mir einfach gerne holen. Ich glaube halt einfach, wenn wir die Sachen selber craften können, dann können wir sie uns auch selber machen. Dann müssen wir nicht immer zu den Ausbeutern. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Dankeschön. Die beiden, ey. Auch direkt gewieft wie der Vater. Fertig. Das sind ja auch mehrere Anleitungen, ne? Na klaro. Ich würde vielleicht noch ganz gerne, Wackelaxt haben wir schon. Schleuder haben wir aber definitiv nicht. Ja, nehme ich. Den Kapitalismus ausbremsen. Wir machen es selber. Haben wir die Wackelaxt-Anleitung? Ich schaue einfach mal. Ich schaue mal kurz. Wo sind denn unsere... Ja, ne? Gucken, was haben wir denn bekommen? Ja, eine Wackelaxt-Anleitung haben wir. Das haben wir auch. Boah, wir haben übel viel Zeug. Wir haben einen Steinhocker noch bekommen. Ein Strohbrett, was wir das Unkraut machen können. Ein Baumstamm, Pfahlset. Holz und Weichholz. Was mit Fackeln? Alter, ey. Eine Behelfswerkbank. Was ist das hier? Ein Bauklotzset. Ein Waschbottich. Und eine Pfanne. Ey, richtig viel Zeug, was wir schon machen können. Eine Orkania. Geil. Finde ich ganz gut. Mag ich. Hier wurde irgendwas. Was ist hier? Zahlen selber machen. Zahlt sich doppelt aus. Das stimmt schon. Ah, erster Einkauf. Hm. Geil. Ich find's gut. So. 2000 Nook-Meilen haben wir jetzt schon gesammelt. Einfach mal ganz schön schnell und ganz schön entspannt, Leute. So macht man das richtig. So, viele Nook-Sachen kann man jetzt eigentlich tatsächlich schon ganz gut erledigen, wenn es jetzt noch nicht mal Tag geworden ist. Ich würde super gerne noch Eugen holen. Hier ist wieder die Motte. Ihr wisst. Zack. Die catchen wir nochmal, weil Kohle ist Kohle, ne? Am Ende des Tages. Gibt es noch was, was wir dir andrehen können, Digga? Ich glaube, was noch ganz cool wäre, wäre vielleicht eine von diesen Krabben oder so. Das zählt doch bestimmt auch als Tier, oder? Hier sowas. Ja. Das ist aber nur eine Muschel. Komm schon. Wir brauchen noch eine...
eine verschiedene, eine Lebensart. So. Komm schon. Eine Wackelmuschel. Er bewegt sich. Ja! Wir haben noch ein Lebewesen. Jetzt können wir bestimmt Eugen holen. Ein einsiebler Krebs. Hab ich dich. Gut. Würde ich sagen, haben wir das schon mal ganz gut gemeistert. Gute Nacht an die Leute, die vielleicht schlafen gehen wollen. Schlaft gut, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Schaut vorbei. Auf Ehrenbasis. Eugen kommt erst nach 24 Stunden, aber wir haben dann ja schon die 5 Tiere. Who knows? Also ich finde ihn irgendwie ganz nett, den Tom, ne? Was liegt an? Können die beiden weghören? Der lauscht immer. Wie viel Uhr startet dein Stream morgen? Also wir nehmen um 11 Uhr den Podcast auf. Dann würde ich ganz gerne noch ein paar Videos für den Hauptkanal aufnehmen, damit da auch weiterhin alles vernünftig und flüssig kommt. Was für ein Fang? Ja, ein Einsiedlerkrebs. Ja, klar. Kannst du auch an den Freund aus dem Museum schicken. Vielen Dank. So, jetzt haben wir 5 Stück. Mal gucken, was er sagt. Moment. Ich bekomme einen Anruf. Oh. Eugen, bist du es? Ja. Alles bestens. Danke deiner Frage. Ha. Einer der Einwohner hilft mir dabei, die Exemplare. Ah. Mhm. Wie viele wir schon haben? Mal überlegen. 5 Stück haben wir. Mhm. Verzeihung. Jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt. Tut mir leid, dass du warten musstest. Gleiche Zeit wie jetzt wäre perfekt. Ja, schauen wir mal. Also ich werde einfach morgen deine Höchstwahrscheinlich den ganzen Tag durchzocken. Tut mir leid, dass du lange warten musstest. Mein alter Freund Eugen, der das Museum leitet. Er möchte auf unsere Inseln umsiedeln. Geil. Ja, klar. Oh, ich kann Eugens Zelt. Ja, klar. Oh, so groß wie von meinem Zelt. Ich finde das gut. Dann stellen wir doch schon mal Eugens Zelt auf. Den haben wir da jetzt schon, ne? Ich finde das ganz gut. Hör mal diese Motte. Gratis Geld. I love it. Kommt hier raus, kriegt eine Motte. Ist auch schön, dass die immer an der gleichen Stelle sind. Ich glaube, man kann auch bestimmt einfach diese kleinen Steine aufnehmen, genau. So, Eugen, ne? Der braucht viel Platz. Dann würde ich doch sagen, der gute Eugen, der kriegt seinen Platz am Meer. Direkt hier unten. Das hier sieht aus wie Eugens Platz. Oder? Hier an der Seite? Nee, hier unten möchte ich Eugen. Schön entspannt. Hier in der Ecke. Das ist eine kleine Forscherecke direkt am Strand. Dann fühlt er sich auch ganz wohl. Boah. Das ist auf jeden Fall ein Gerät hier. Mal sehen. Zeig mal kurz das Zelt. Das muss ja riesig sein. Das ist ja größer als meins. So ein dickes Museum am Strand. Ja, wie schön ist es bitte? Ja, finde ich super. Ich freue mich. Die Motte, weil da das Licht ist. Ah, guck mal hier. Damit steht der Ort für Eugens Zelt fest. Und jetzt ist hier natürlich für Eugen reserviert. Ah, aber da steht jetzt keine Zeit. Ihr habt gesagt 24 Stunden, aber das ist ja gut, dass es platziert ist, weil dann ist es ja, glaube ich, immer am nächsten Tag. Vielleicht ja sogar schon, wenn wir morgen haben oder so. Können wir schauen. Ich habe ja schon gesagt, im Zweifelsfall werde ich hier mir nicht zu schade sein. Da bin ich auch ganz ehrlich, Leute, hier vielleicht ein paar Tagesskips zu machen, damit wir einfach ein bisschen vorankommen. Ein bisschen weiterkommen. Natürlich werden wir jetzt erstmal die ganzen Hauptsachen abarbeiten, die wir jetzt abarbeiten können, aber so eine Schaufel zu haben und schon ein paar andere Sachen wäre ja ganz schön. Um dann einfach die Insel weiter zu erforschen und uns einfach was Schönes. Was Schönes hier zusammenzubauen. Alle zusammen. Schön entspannt. Einen guten Tag zu haben einfach morgen. Guten, entspannten Tag zu haben. Ein bisschen abzulenken. Einfach mal schön auf der Insel zu sein. Ich glaube, es ist wirklich keine passendere, kein passenderes Spiel gerade. Oh Gott, was hab ich jetzt gemacht? kein passenderes Spiel gerade rausgekommen, wo man sich so schön entspannen könnte wie das hier. Wenn du an Bäumen wackelst, können auch Items oder Sternis kommen.
Oh, das ist ja ganz gut. Das ist gut zu wissen. So, ich werde jetzt erstmal hier kurz die Taschen mit Unkraut voll machen. Das sieht zwar ein bisschen wirr aus. Schauen wir mal. Was sagt unsere Tasche? 38. Das kann man aber ganz schön hochstacken. Schauen wir mal ganz kurz, was passiert denn jetzt, wenn ich hier ein bisschen wackel? Also ich weiß, dass unfassbar viel Holz rauskommt immer. Ich wackel jetzt erstmal durch. Den ganzen Abend dran wackeln, vielleicht passiert was. Guck mal, ob Benjamin schon wach ist. Ja, meinst du? Vielleicht haben wir ihn geweckt oder so. Weil wir so ein bisschen zu laut waren. Das wäre natürlich jetzt der. Das wäre natürlich der Knaller. Ja, du bist wieder hier unterwegs, ne? Haben wir es nicht gerade schon drüben gesprochen? Seit wann Doppelgänger? Lass uns quatschen. Ja. Hm? Nacht- und Nebelaktion. Ja, ja. Ich sagte, die hat jemand umgebracht. Komme ich ja an Kohle, wenn ich bei Napp Obst, Unkraut und Zeugs verschicke. Meint ihr, Benjamin könnte wach sein? Das wäre natürlich ein Nonplusultra, jetzt bin ich ganz ehrlich. Weil dann haben wir nämlich diese Nookmeilen-Aufgabe auch gelöst. Oh, hier wäre auch ein schöner Ort gewesen für das Museum. Mm. Aber jetzt ist es schön am Strand. Das finde ich auch angenehm. Hallo. Er ist immer noch am Schlafen. Hallo. Benjamin. Ich muss eine Quest machen. Benjamin. Hallo. Entschuldigung. Manchmal bin ich ein kleiner Quatschkopf. So. Am Zelt für Eugene ist gearbeitet. So liebe ich es, aufgeweckt zu werden. Ja, Rock am Ring in der Nutshell, ne? Hallo, bist du wach? Oder dann fällt noch jemand ins Zelt. So. Verschieden große Fische mit verschiedenen großen Schatten. Manchmal? Ja, nur manchmal. Randale-Waffel. Hey, hey, hey. Es ist die Waffeltown-Stadt hier. Ich bitte dich. Ich weiß auf jeden Fall, dass man hier noch auf jeden Fall. Dass man hier noch. Shit, ich wollte die. Warte mal, wenn ich weggehe, dann kommt die Eule doch bestimmt wieder, oder? Aha. Geh mal ganz kurz aus dem Bild. Kann ich die fangen? Kann ich die Eule fangen? Ich schleich mich ran. Ist sie da? Kann man die fangen? Kann man nicht fangen? Sagt ihr, aber ihr kennt den Meisterfänger noch nicht. Bäm, Alter, ich könnte sie einfach direkt fangen. Wenn der Meisterfänger nimmt. Kann man die mit der Schleuder abschießen oder so? Ich meine, unser Geschenk ist ja irgendwie auch nicht mehr hier, ne? Das treibt irgendwo schön über die Insel. Aber ist leider nicht bei uns. So. Machen wir kurz so. Die Eule zeigt an, ob was Neues auf dem schwarzen Brett ist oder nicht. Da habe ich noch gar nicht drauf geguckt. Wären wichtige Hinweise. Okay, die Insel sind herzlich eingeladen, das schwarze Brett zu nutzen. Cool. Okay. Nookphone. Extra mal. Hm. Mhm. Sehr gut. Angelmeister. Schau mal kurz, soziales Tier würde ich gar nicht. Selbst ist der Bewohner. Das sind die Bastelanleitungen. Profipflücker. 16 Stück müsste ich noch verkaufen. Ich schau mal ganz kurz in mein Inventar. Upsi. Wir haben 20. Sehr gut. Jemals ein anderes Animal Crossing gespielt? Nein, noch gar nicht, tatsächlich. Das ist mein allererstes. Aber ich glaube, das ist auch ganz schön, damit anzufangen. Das glaube ich, tue mir keinen Abriss. Ich habe mich ein bisschen informiert dafür. Ja. Mhm. Mhm. Was? Mhm. Okay. Spannend. Wenn du was aufs schwarze Brett schreibst, bekommst du Nookmeilen. Ah, das mache ich dann gleich. Was kann ich für dich tun? Ich würde gern was verkaufen. Ich müsste noch ein paar Sachen verkaufen, du.
Ich habe nämlich bald ganz schön viel Kohle. Das hier. Und das hier. Das sind dann zwar ganz schön viele, aber Schleuder habe ich auch noch nicht gelernt. Die Motte können wir noch verkaufen, das können wir auch verkaufen. Den Stein würde ich nochmal behalten fürs Craften nachher. Und dann die Blümchen würde ich mal bei mir, ist aber auch das Vollkommenste, finde ich. Ja, umso länger es ein Spiel gibt, ne? Umso besser. Meistens und so. Außer bei Minecraft 2, das ist blöd. Gibt's ja nämlich auch nicht. 2440 Sterne. Ey Leute, ich bin einfach echt einfach schon Sterne-Millionär. Das würde mich schon nerven mit der Echtzeit. Das bremst mein Suchten aus. Ja, aber man kann ja die die Zeit umstellen tatsächlich. Wenn man das wohl nicht mit dem Ding synchronisiert. 300 Nuckmal. Ehre. Jetzt braucht man 100 Stück. Okay, also da muss man dann tatsächlich schon einiges pflücken. Schauen wir mal. Wir haben noch höchstwahrscheinlich den Einsiedlerkrebs jetzt, ne? Dazu bekommen. Ja, warum auch immer du... Ein Einsiedlerkrebs wird als Insekt, nicht als Meereswesen? Okay. Ich frage gar nicht erst nach. So, kurz unser Rezept mal lernen. Geilo. Dann kann man aber nicht mit Freunden interagieren. Echt? Ah. Also wenn man in der Zeit cheatet, kann man nicht mit Freunden interagieren. Ernsthaft? Man kann da nicht mehr mit Freunden was machen? Nee, laber. Außer man geht dann wieder zurück auf die normale Zeit höchstwahrscheinlich, oder? Ist es ernsthaft so? Das wäre ja dann schon blöd, wenn wir gegenseitig unsere... Nee, ohne Gewehr. Aber da gehe ich von aus. Also ich habe tatsächlich mir von... also ein paar Reviews angeguckt. Und nee, geht auch so. Genau, und die meinten, es gibt kleine Bestrafungen dafür, wenn du Zeit cheatest. Aber nicht so schlimme. Weil wenn du jetzt nicht mit deinen Freunden, dann ist ja das 50% des Spieles uncool. Weißt du, was ich meine? Also es geht ja schon darum, ein bisschen zu prollen natürlich vor anderen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte eine Schleuder bauen. Und auch so einen Schirm. Schauen wir mal. So. Herstellen. Ja. Eigentlich wollte ich meinen Schlafrhythmus wieder fixen. Weitermachen. Geil. Schön einen weggecraftet. Eine kleine... Was bräuchte man hierfür? Lehm. Das haben wir noch nicht. Accessoire haben wir. Eine Pfanne. Brauchen wir Eisen für. Oh. Nein, das wollte ich gar nicht. Hallo. Etwas herstellen. Dafür braucht man nur Weichholz. Dafür brauchen wir auch Weichholz. Okay, verstanden. Und ein paar Einrichtungssachen. Dafür brauchen wir halt Erz und sowas, ne? Und Hartholz. Dazu kommt man dann bestimmt später. Lagerfeuer, Äste. Ich werde mir mal eins herstellen. So für davor, wisst ihr? Wenn man so einfach so sein Haus ein bisschen schön machen möchte. Vielleicht auch mal sowas. Braucht man dafür was Krasseres? Weichholz und Holz. Und hierfür? Äste und Holz. Ja. Gut. Und das da? Nur Holz. Baumstammpfahl-Set. Also was ist denn das? Kann man damit dann so ein Dings machen? Wisst ihr, was ich meine? Ein Dings halt. Du kriegst Hart- und Weichholz, wenn du gegen Bäume schlägst. Mhm. Schau mal kurz, haben wir noch irgendwie Zeug für irgendwas anderes? Bereit, 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 bereit. Oh, jetzt habe ich... Ah, okay. Die Schleuder geht nur mit Hartholz. Alles entspannt. Alles easy. Cool. Dann, lassen wir es so. Mit denen kann man meistens nichts machen, mit den Möbeln. Die klassische Motte, ihr kennt's. Wir nehmen sie immer mit. Schauen wir mal. Aber vielleicht einfach, um uns das Ganze so ein bisschen gemütlich zu machen. Dann machen wir mal ein Lagerfeuer hier draußen hin, oder? Mach mal an. Oh. Schön. Kleines Lagerfeuer einfach vor der Türe. Das ist entspannt halt. Das
Gut. Fang dir einen Pikachu. Die Axt fehlt noch. Stimmt. Hab ich noch keine. Fabi. Dankeschön für deinen Sub. Feldbett oder auf Stroh schlafen, ne? Das ist die große Frage. Vielleicht aber, wenn jemand rüberkommt, Leute. Wenn jemand rüberkommt. Das wär's dann. Plötzlich das Gleiche. Das ist es. Ich mach's ehrlich gesagt einfach nur, weil ich glaube, ich dadurch irgendwie Nuckmeilen bekommen habe, wenn man 5 Einrichtungsgegenstände irgendwie zu Hause hatte, oder? War das nicht so? Habe ich falsch gelesen. Ich habe aber auch nur alles immer übersprungen. Finde ich gut. Das ist jetzt einfach für jemanden, der länger da sein will. Schauen wir mal. Was passiert denn, wenn ich jetzt schlafen wollen würde? Ah, das geht tatsächlich gar nicht. Ah, das ist ja crazy. Dann geht das wirklich nur nach der Echtzeit? Crazy. Das ist verrückt, Alter. Ich speichere jetzt mal. Was möchtest du tun? Ich möchte weiterspielen. Aber ich wollte trotzdem mal speichern. Und ihr habt noch gesagt, ans schwarze Brett schreiben bringt auch noch ein paar Miles. Dann machen wir das nochmal. Post erstellen. Tastatur. Warte. Hi. Fertig. Hi. Schließen. Ah, da war der schlau. Da hat der natürlich fleißig zugelangt hier. Hat er klassisch gemacht. Hat er erstmal... Ah doch, da ist das Möbelding gewesen. Aber bestimmt auch noch für... Für schwarze Brett. Da, was für ein Brett. Geil. Direkt bekommen. Ich bin Influencer. ein Foto bringt auch mal. Haben wir nicht am Anfang schon ein Foto geschossen? So vom Hintern? Ich schieße die ganze Zeit nur Fotos von mir rückwärts. Nee. Noch mehr Fotos bestimmt dann, ne? Stimmt, Axt, ne? Da waren wir so ein bisschen stehen geblieben. Für die Axt brauchen wir... Was genau? Warte. Axt ist... Ah, Äste und Stein. Äste und Stein, Alter. Hab dich ewig nicht mehr geguckt, ändert sich mit Animal Crossing sicher. Das ist schön. Oh. Ich sag dir, die Modde sieht immer anders aus. Das sind verschiedene Modden. Ich lasse mich ja nicht veräppeln. Über die Hälfte geschafft. Kellys Insel heißt Puppinsel. Also, jetzt doch noch geschafft. Das ganze Capture-Ding. Proud of you. Das ist der Wille, wenn man es zocken will. Das ist der Wille. I love it. She's amazing. Die Motten sind da wegen dem Licht. Ja, deswegen habe ich ja bei mir auch erstmal. Die Motte braucht einen Namen. Motto. So. Gute Wackelaxt. Und dann würde ich erstmal schauen, dass wir mal ein bisschen was abholzen, Alter. Wenn Benjamin rauskommt, Alter, hauen wir dem erstmal die ganzen Wand hier. Den ganzen Wams weg. Ah, wenn man hier reingeht, resettet dann immer die Welt, kann das sein? Motto die Motte. Klar. Unsere Lieblingsmotte. Nochmal ein Motto geholt gerade. Ups. Resettet dann alles immer? Ah, guck mal, man kann hier auch noch Muscheln mitnehmen. Ich mach kurz nochmal vielleicht eine Runde. Vielleicht eine kleine Runde. Kleine Runde angeln, komm. Wenn wir schon mal jemand hier haben. Komm her. Digga. Ja. Ein Seebarsch. Das ist doch neu, oder? Ein Seebarsch hatten wir noch nicht. Kann mir keiner sagen jetzt. Ein Seebarsch hatten wir noch nicht. Aber da warten wir mal, bis Eugen kommt. Und das hier ist ein Flussbarsch. Haben wir einen Flussbarsch? Wir hatten doch einfach nur einen Barsch, oder? Irre ich mich jetzt hier gerade. Guck mal. Nee, ich irre mich nicht. Das war der Barsch. Wir haben einen Flussbarsch neu dazu bekommen. Und wir haben einen Seebarsch. Sehr gut. Ist doch geil. Haben wir 2 neue Fischis. Also haben wir 2 neue Fischis bekommen. Ist doch eigentlich ganz gut gelaufen dann für uns, muss man ganz ehrlich sagen. So, heißt jetzt, um mal einmal kurz abchecken, was hier so am Strand rumfrummelt. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken gerade. Da ist sie wieder, ey. Die Alte.
die, Alter, da erschrecken die immer. So, einen Steini noch mitnehmen. Und jetzt schauen wir doch mal ganz kurz, machen wir mal den konsequenten Wackelaxter. Bäm, Alter. Ich hau die Rübe jetzt komplett runter. Als ob da nichts mehr rauskommt. Nur 3 Stück? Echt? Oder muss ich die erstmal aufpicken und dann kommt was Neues? Ha, du bist ja verrückt. Ich kann sie auch nicht abholzen. Kommen immer alle 3? Ne, immer verschiedene, ne? Ich habe einmal so dunkles Holz. Das Holz und das. Nur 3 pro Ding. Ah, cool. Ah. Crazy. I like it, aber ich find's süß. Wenn ich jetzt hier nochmal rangehe? Nee. Dann haben die bestimmt immer so einen Cooldown, ne? Dass man immer nur alle paar Minütchen dran kann. Also momentan so durch 4 Bäume schon durch mit der ersten Axt, das ist ja eigentlich auch ganz vernünftig, so von der Haltdauer, ne? Haben sich viele im Vorhinein beschwert, dass man bei den Gadgets, die können ja auch alle kaputt gehen, ne? Dass man da nicht sieht, wie lange die noch haltbar sind. Ich denke, das werden die bestimmt noch mit reinmachen. Ich um mein Holz. Wir machen einfach jetzt noch so ein bisschen auch Spaß. Oh, jetzt. Ah, guck mal. Jetzt geht's zum Beispiel kaputt. Du hast mir gute Dienste geleistet, ja. Du warst tatsächlich mein Lieblings. Mein Lieblingsding, sie. Oh, guck mal. Vielleicht, weil das erste kaputt gegangen ist. Kann das sein? Oh, guck mal. Auf dem Holzweg. Ressourcen wie Holz sind eine der Grundlagen. Aha. Gewisser Holzkopf. Wirtschaftliche Abwechslung. Deshalb belohnt. Ah. Wenn du viel Holz bringst. Wenn man ein Werkzeug bis zum Zerbrechen. Ah, fleißiger. Ah, guck mal. Jetzt muss ich 20 Werkzeuge kaputt machen. Die Steigerungen sind schon echt krass. Guck mal, Stufe 2 ist 20. Und das andere ist direkt dann 200 und so. Das ist schon ganz ordentlich, muss ich sagen. Hier wäre es irgendwie voll schön, wenn man so eine Übersicht hätte, dass die neuesten Sachen, die man fertig hat, irgendwie schon ganz oben sind. Wisst ihr, was ich meine? Das fände ich echt ganz cool. Nur noch 1500 Meilen. Ja, dann könnten wir es direkt schon abbezahlen, ne? Ich schau mal ganz kurz, wegen dem Craften. Könnt ihr euch schon besuchen? Ich glaube, man könnte am Flughafen sich besuchen gehen. Ich kann es mal probieren gleich. Soll ich nochmal gleich probieren? Soll ich schon mal gleich rüberschauen bei denen? Ich würde gerne etwas herstellen. Hm. Wir können doch jetzt die Schleuder machen, Leute. Guck mal, wir haben auch jetzt Hartholz. Na klar machen wir die Schleuder. Zeig mal dein Zelt. Da sind 2 Betten drin, weil alles könnte passieren, Isa. Lass mal kurz weitermachen. Lass mal schauen, weil wir haben so viel Holz jetzt. Und dann können wir uns auch ein paar schöne Sachen machen. Wie zum Beispiel ein Steinhocker. Nee, aber das hier zum Beispiel, vielleicht für ein paar Vögelchen. Wer weiß, vielleicht können wir ja die Vögel auch fangen, wenn ein Vogelhaus da ist. Vielleicht hat das ja einen Sinn. Finden wir raus. Da ist unser Vogelhaus. Lass mal schauen. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Holz für ein bisschen mehr. Und wir können die Fackeln machen. Wie viel? Eine nur leider. Ah, verdammt. Ich hätte gerne 2 Fackeln. Bist du so am Eingangsbereich von meinem Haus? Geil. Aber eine Fackel ist schon mal da. Genug fürs Erste. Den Rest können wir mal wieder verhökern, ne? Hallo, was kann ich für dich tun? Ich würde gerne was verkaufen, du. Sehr gerne. Boah, wir sind fast voll auch. Ich würde gerne das Holz hier verkaufen. Das hier, die Motte. Motte auch nochmal. Flussbarsch und sowas werden wir höchstwahrscheinlich ja eh alles nochmal fangen, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Und den Stein behalten wir auch. Das hier machen wir, das hier machen wir. Und dann noch eine Fackel. Das heißt, wir haben alles erstmal weg, was wir nicht mehr wollen. Was macht denn der Blättchenschirm? Sollen wir nochmal mit dem Blättchenschirm zu Catherine? Einfach Brandstifter. Wie viel? 2000 Sternis nochmal. Claro. Easy. Ich muss noch eine wichtige Klausur schreiben, deswegen fängst du nicht mit dem Spiel an. Das macht, glaube ich, Sinn. Ich guck mal kurz. Catherine war eh unten in der Ecke, da wo der Flughafen ist. Gott, schon wieder eine Motte. Guck mal. Catherine! Kann man ihr nicht geben? Dann sind wir mal ganz ehrlich. Was macht man denn damit? Ausrüsten. Was, wenn es regnet? Guck mal, ich hab deinen Schirmi. Jo, Gänseblümchen, ewig nicht gesehen. Lass uns plaudern. Alter Verwalter. Du hast einen Hammer-Regenschirm, ja. Ja. Guck mal. Guck mal, die findet es richtig gut, dass ich ihn habe.
Leben und Leben lassen ist ihr Motto. War vielleicht ganz gut für unsere zwischenmenschliche Beziehung, ich weiß auch nicht. Zumindest habe ich es ihr gezeigt, dass ich es gemacht habe. Da ist noch ein Fischi. Ausrüsten. Oh, da war ich zu langsam gerade. Er hat mich am Näschen gekratzt. Das fand ich gut. Kannst den Schirm ruhig verkaufen, ist nur Mode. Ja, es nimmt, glaube ich, am Anfang ein bisschen zu wichtigen Inventarplatz weg, ne? So, jetzt ist das blöde Geschenk halt nicht mehr da. Mann, ey, ich will aber trotzdem mal die Schleuder probieren. Kann man die einfach, Alter. Die schießt einfach nach oben. Oh, hier ist noch eine Orange. Hier ist wirklich kein Geschenk mehr und nichts, ne? Mai, mai, mai. Für welche Konsolen gibt es Animal Crossing? Ich glaube, das ist ein Switch-Only-Titel, oder? Kann man den Schirm nicht im Zelt aufstellen? Das weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Ich würde erstmal kurz schauen, dass wir unser Vogelhäuschen... Das würde ich ganz gerne platzieren. Oh. Vogelhäuschen. Vogelhaus platzieren. Wer weiß, kann ja sein. Wisst ihr, hier ist Brief und hier ist so ein Vogelhäuschen. Dann würde ich mal auf ganz entspannt und ein bisschen düster. Obwohl, hier kann man noch angeln, ne? Das will ich eigentlich nicht zumachen. Ich mache mal ganz kurz hier direkt am Wasserfall. Ist zu weit. Gucken wir mal. Wer ist da? Kimen. Geilo. Nochmal ein kleiner. Ein Bitterling. Alter, haben wir schon viele verschiedene Fische gefangen. Das ist ja echt crazy. Ich sag euch, Fischerexperten sind wir. Wo mache ich denn dann meine Fackel hin? Weil da ist ja schon so unser Lagerfeuer. Wisst ihr, was ich meine? Hm. Vielleicht hier so einfach an den Rand. Schauen wir mal kurz. Dann hat man es da immer ein bisschen hell beim Fischen und so. Nicht genug Platz. Okay. So, hier platzieren. Profi Freddy am Start. Ist auch nicht genug Platz. Ey, sag doch mal. Aber hier ist genug Platz und dann verschiebe ich es einfach. Was ist denn jetzt los? Dann halt nicht, ey. Hier vielleicht? Um einfach hier ein bisschen Licht zu haben. Auch nicht genug Platz. Dann stelle ich es einfach um eine ganz große Fläche. So hier hin zum Beispiel. Einfach so random. Ach, hier in dem Baum kann ich sie stellen, aber... Hallo? Ich würde die Fackel doch ganz gerne irgendwie vernünftig mal hinstellen. Warte mal. Ach nee, das wollte ich jetzt nicht. Fackel, platzieren. Mhm. Hier geht's schon nicht weiter. Ich kann die Fackel wirklich nicht weiter... Ich kann die Fackel nicht weiter nach hier schieben. Das ist ja voll blöd, ey. Ich mach's mal an. So. Dann ist da einfach eine Fackel jetzt. Sieht ein bisschen komisch aus. Unkraut auf dem Boden versperrt den Platz. Ah, deswegen? Wirklich? Ah, ihr seid smart. LOL. Oh mein Gott, ihr seid übel smart. Ehre, danke. So. Ein bisschen hinter das Zelt. Wisst ihr, was ich meine? Hier dann eine Fackel hin. Da hinten noch eine Fackel hin. Hier so. Dann hat man... Wisst ihr, auf beiden Seiten vom Zelt so ein bisschen... So ein bisschen Entspannung, wenn man nach hinten gehen möchte. Das ist dann der geheime Knutschplatz. Das ist der Knutschplatz. Wird nämlich geknutscht in dem Zelt. Dürfte aber keinem verraten. So. Schaue ich mal bei den anderen rein. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich das Vogelhäuschen mitgenommen. Ich Depp. Warte mal. So, Vogelhäuschen. Behalten wir natürlich. Platzieren. Och, komm jetzt. Mann, ey, dass man nicht das irgendwie... Also, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon mein erstes, was ich spiele. Aber ich finde, das ist schon ein größerer Kritikpunkt, den man auch mal fairerweise anbringen darf. Dass man irgendwie ein bisschen... Also, ich finde das Platzieren schon echt ein bisschen umständlich geregelt, bin ich ganz ehrlich.
So, jetzt. Ist wahrscheinlich wieder zu nah. Ich sage, ich bin wieder zu nah. Ne, jetzt geht's auf einmal, okay. So. Jetzt ist gut. Jetzt wieder synchron. Finde ich gut. Wie heißt deine Insel? Wir haben es Waffeltown genannt. Das hat der Chat bestimmt. Klares Ding.